Herzlich willkommen beim 4D-Aktiencheck von Nvidia. Die Aktie, die wirklich letztes Jahr sowas von in Fokus geraten ist. Den 4D-Aktiencheck wende ich normalerweise an, um Aktien auszusuchen, die im 4D-Asset-Oszillator sind. Das ist ein Anlagezertifikat, das saisonal funktioniert. Wenn es Sie interessiert, verlinke ich Ihnen das hier. Und auf Wunsch, ich habe eine Umfrage bei meiner Community gemacht, bei Börse Saisonal auf dem YouTube-Kanal. Und da wurde gefragt nach Nvidia. Da soll ich doch auch mal ein Video dazu machen und den 4D-Aktiencheck. Wenn Sie wissen wollen, wie der 4D-Aktiencheck funktioniert, verlinke ich ihn hier, können Sie sich angucken. Ansonsten jumpen wir hier mal rein zu OnVista und gucken uns Nvidia im 4D-Aktiencheck an. 4D heißt vier Dimensionen. Wir gucken uns Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die Zukunftsfähigkeit an, also die Nachhaltigkeit. So, als erstes müssen wir natürlich gucken, das ist jetzt eigentlich schon die vierte Dimension, was macht denn Nvidia? Ja, ich weiß gar nicht, muss ich da noch was sagen? Vielleicht zwei, drei Sätze. Also die sind im Bereich KI nicht nur, aber die stellen Computer her, die stellen Server her, sind also mit Grafikprozessen, die kommen ja aus der Spieleindustrie eigentlich, 3D-Grafiken und so weiter, Architektur, wissenschaftliche Berechnungen, KI, wie gesagt, Data und so weiter, Fahrzeug, Robotik, da sind sie jetzt ganz groß dabei und deswegen wurde die auch extrem gehypt und hat aber auch unglaubliche Gewinnentwicklung hinter sich, gucken wir uns auch gleich an. Aber noch zum Unternehmen, schauen Sie sich die Homepage vielleicht mal an, ist auch interessant. Da sehen Sie Hightech, ja, also Hightech. Na, also klar, also die werben jetzt ganz viel mit KI, aber die haben natürlich auch ganz viele ganz normale Computersachen, Server und so weiter. Ja, hier heißt es AI. Ja, spannende Sache und dann muss man gleich überlegen, okay, also erstmal will man natürlich Nvidia im Portfolio haben. Achtung, Disclaimer, das ist keine Anlageberatung, das ist auch keine Empfehlung von mir, sondern auf Ihren Wunsch. Möchte man die haben? Ich denke ja, ich bin indirekt investiert. Ich habe jetzt nicht direkt als Aktie gekauft, sondern bin indirekt über ETFs und Fonds investiert, weil es einer der größten Unternehmen im S&P 500 ist, hat man die in der Regel mit schon drin, wenn man irgendwelche ETFs auf dem MSCI World oder S&P 500 hat oder solche Sachen oder einen Fonds, einen großen, dann ist da in der Regel Nvidia drin. Also spannendes Unternehmen auf jeden Fall und man sieht auch, die machen was zum Thema Nachhaltigkeit, schreiben sich auch groß auf die Frage. Also man könnte auch sagen, also das Unternehmen hat sicher Zukunft, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also die vierte Dimension, ob die Innovationskraft da ist, ob es zukunftsfähig ist und ob es nachhaltig ist. Ja, die haben super Nachhaltigkeitsrating, also auf jeden Fall, ja, muss man sagen. Dann schauen wir uns mal die Kennzahlen an. Wie hat sich das entwickelt? Man sieht 16/17, ein Gewinnsprung von 137%, ordentlich. Dann 87% Gewinnwachstum, dann 37% Gewinnwachstum, also das ist hintereinander, das ist, erzählen Sie es zusammen, wobei das ja mit Zinseszinseffekt zu rechnen ist, enorm und dann 31% Rückgang, das kann man mal verkraften, dann wieder 52 hoch, 123 hoch, dann 54 runter und jetzt letztes Jahr war der Gewinnsprung mit 585%. Also wenn Sie sich noch erinnern, Anfang 23, als dieser KI-Hype kam, hatte Nvidia ein KGV-Kurs-Gewinnverhältnis von über 200. Ja, und alle haben gesagt, ah, der Hype, das ist doch alles viel zu viel. Aber Pustekuchen, die haben dann im Herbst die Gewinne rausgegeben und die haben sich fast versechsfacht. Und dann war das Kurs-Gewinn-Verhältnis plötzlich wieder unten, also hier auf 35, so muss man das sehen. Ja. Also kurzzeitig war es auf 200, wenn man jetzt 23, 24 betrachtet, ist das Kursgewinnverhältnis auf 100. Und das ist natürlich schon extrem teuer, das muss man wissen, wenn man jetzt einsteigt. Das heißt nicht, dass die Aktie nicht laufen wird und dass es nicht länger läuft, aber man kauft schon extrem teuer ein und es muss dann aber auch das Wachstum so weitergehen. Und das ist natürlich hier die große Frage, die man sich stellen muss. Die Vergangenheit sieht super aus, wenn das aber nicht nachhaltig so wächst, ja, dann hat man zu teuer eingekauft. Ja. Und das muss man sich halt fragen, ob dieses Wachstum noch drin ist oder ob da nicht schon alles drin ist, was möglich ist. Ist schwer zu sagen, da möchte ich auch kein Urteil dazu abgeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch viel Luft drin ist.
weil es einfach eine Zukunftsbranche ist, dass da noch was geht, dass nochmal so Überraschungen kommen mit Gewinnsprüngen. Aber ob die Historie, die wir jetzt hatten, nochmal so kommt, ja, werden wir sehen. Dividende, amerikanische Titel schütten nicht gern Dividende aus, die investieren lieber. Und die amerikanischen Anleger sind da auch so gepolt, die erwarten eigentlich keine Dividende. Die sagen, behalte das Geld und macht was draus. Ja, ich will die Aktie haben und nicht irgendwelche Ausschüttungen. Kurs-Buchwert-Verhältnis astronomisch, hat sich auch astronomisch entwickelt. Einfach unglaublich teuer, die Aktie. Wahnsinnig teuer. Was sehr schön ist, ist die Eigenkapitalquote. Jetzt sind wir bei der dritten Dimension. Also Gegenwart, 65% Eigenkapitalquote. Das Unternehmen steht sehr, sehr gesund da. Das heißt, sollte mal irgendwann Schwierigkeiten kommen, sie bräuchten Geld, wäre das überhaupt kein Problem. Mit 65% Eigenkapital geht das ganz einfach. Und auch noch für mich wichtig, die Eigenkapitalrendite, die ist astronomisch hoch wieder. Also 69% jetzt in 23/24 Eigenkapitalrendite ist wirklich astronomisch und sonst war das Schlechteste irgendwie 13%, was ja auch schon gut ist. Also das zeigt einfach, das ist ein super Wachstumstitel, schon auf ganz, ganz hohem Niveau und hoch rentabel aufs Eigenkapital. Ganz, ganz toll. Also hier haben wir jetzt mehrere Dimensionen beleuchtet, ne? Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Also erwartet werden hier noch weitere Sprünge. Allerdings nicht mehr so hoch. Das ist auch normal, wie es jetzt letztes Jahr war. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie denn der Chart aussieht. Hier haben wir den Chart. Also da sehen wir einen schönen, schönen exponentiellen Aufschwung seit, das ist jetzt der 3-Jahres-Chart. Ja, das ist hier, sehen Sie immer, wenn die Gewinne gestiegen sind, sind die Kurse nachgezogen, wie sich das gehört. Und dann gehen wir mal auf ein Jahr und schauen uns das etwas exakter an. Also eine ganz wichtige Linie ist die 200-Tage-Linie. Machen wir die mal zuerst. Hier haben wir einen Abstand von 78%. Ja, der ist ordentlich groß. Da würde ich mal eher sagen, die Aktie kommt wieder runter. Der Abstand ist extrem hoch. Also ich glaube, da wird erst mal ein bisschen ruhiger werden mit den Kursen. Also manche verkaufen schon beim Abstand von 10 oder 15 zur 200-Tage-Linie. Aber was gut ist, dass wir so einen hohen Abstand haben, denn hier ist eine ganz, ganz wichtige Linie, die 200-Tage-Linie. Wenn die unterschritten wird, da mache ich nämlich mal rot raus, dann verkaufen viele technische Systeme. Naja, also da kann die Aktie schon deutlich runterkommen, bevor da irgendwas unterschritten wird. Also da ist ein Riesenpuffer, da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Der zweite Punkt ist natürlich der Jahresstart. Viele, viele Fondsmanager schauen sich eben an, wie hat das Jahr angefangen? Habe ich noch Puffer oder habe ich keinen Puffer? Erster Börsentag war am 2. Und wir sehen auch hier ist ein enormer Puffer. Wenn wir das mal ausmessen, dann sind das 144% allein in 24. Und letztes Jahr ist sie ja auch schon gut gelaufen. Also das sieht fast so gut aus, aber der Abstand ist sehr, sehr hoch. Also die Vermögensverwalter würden jetzt Nvidia nicht raushauen. Weil für die ist immer gut, habe ich Gewinn gemacht. Wenn ich so viel Gewinn mache, 144, da kann der Kurs wirklich noch runterkommen, sich fast halbieren, habe ich immer noch einen guten Gewinn. Und deswegen lässt man so eine Aktie in der Regel laufen. Also diese schwierigen Linien sind sehr, sehr weit weg. Und wir haben auch Unterstützungslinien. Und zwar hier ist es ein bisschen runtergekommen, sind Anleger sofort reingegangen. Die Unterstützungslinien mache ich hier mal grün. Und das würde ich auch noch als Unterstützungslinie sehen vom April. Hier haben wir auch noch eine Unterstützungslinie. Das heißt, wenn hier die Kurse so weit fallen sollten, dann wird hier eingekauft. Also insgesamt sind ein paar sehr schöne Sachen, nämlich die 200-Tage-Linie geht nach oben. Das heißt, wir haben Aufwärtstrend. Wir können davon ausgehen, dass von der Charttechnik her die Kurse auch noch weiter steigen. Die gefährlichen Linien, die Widerstandslinien sind sehr weit weg. Ja, also insofern ist hier keine Gefahr zu sehen. Und die Unterstützungslinien sind weit über den Widerstandslinien. Insofern von der technischen Analyse her würde man auch sagen, ja, da kann man schon kaufen, würde ich aber eher davon ausgehen, dass es schon holprig wird jetzt erstmal, weil da ist schon viel, viel im Kurs mit drin.
Da müssten höchstens dann doch so wieder so Gewinnsprünge kommen, die man nicht erwartet. Dann geht es natürlich weiter ab. Okay, also das ist so die Analyse von die 4D-Analyse, der 4D-Aktiencheck von Nvidia. Ich hoffe, ich habe Ihnen hilfreiche Informationen gegeben. Freue mich auf einen Daumen hoch, freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und hier habe ich noch eine Liste für Sie, eine Portfolioliste, wo ich alle Aktien, die im Portfolio des Asset Oscillators sind, mit dieser Analyse analysiere. Alles Gute, Ihr Thomas Rupp.